So Pyros, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es für euch nochmal ein Unboxing im Jahr 2018. Es ist keine Bestellung, es sind einfach nur meine Reste, weil ich euch einfach mal zeigen will, sage ich mal, was ich jetzt so, heute ist der 27.12., was ich so am 27.12. noch so habe. Und ja, ist noch ein bisschen was. Eigentlich bräuchte man als Otto Normalverbraucher gar nicht mehr einkaufen gehen, da können wir schon 5 Familien von feiern. Aber ich werde natürlich morgen losziehen und nochmal einiges kaufen. Ich werde das Ganze im Uncut hier drehen. Wir packen das Ganze einfach alles aus. Und ja, ich würde sagen, wir starten erstmal hier mit dem etwas kleineren Päckchen. Hier sind die Sachen aus dem Gewinnspiel drinnen, was irgendwie von YouTube gelöscht wurde. Nochmal danke dafür. Es wird aber heute Abend, denke ich, noch ein kleines Gewinnspiel im Atemlos-Stream folgen. Dominator-Vulkan haben wir hier einmal. Dann ist hier noch meine Schreckschusswaffe drin. Soraki 914. So, dann haben wir hier so Flashbangs, Shooting Stars, Naratus von Helios, China Bella D 4-mal und Moskitos von Leslie. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Päckchen. Und zwar ist das hier dann das große Paket. Packen wir direkt aus. So. Space Sound Raketen von Keller. Eine Menge Mini-Raketen. Dazu wird ja ein heftiges Video kommen. Diamond Booster. Dann haben wir hier Klasse 1, also Wunderkerzen und ein bisschen Klasse 1. So, die Skyscraper von Tropic. Die Kamuro Mix von Funke. Fettes Kaliber. 25 mm, meine ich. Ja. Super Böller 2 von Funke. Ist schon, meine ich. Ne, ist noch die F2 zur Lachung. Gleich dazu haben wir noch Funke D. Ah, hier ist ja ein Unterschied, sehe ich gerade. Das ist die F2-Zulassung und das sind wahrscheinlich die P1-Schallerzeuge. Also gibt es da sogar einen Unterschied vom Aussehen her. Hier D2, hier P1, beziehungsweise F2-P1. So. Dann haben wir hier die nächste Batterie und zwar blau-grün Blinker von Funke. Dann haben wir hier Brokat Blinker von Funke. Super Böller 2 Thundercrackers von Explode. Diese Hirtenböller Explode. Ach, Retro Böller, ihr wisst schon, was ich meine. Eine richtig fette Batterie mit dicken Kaliber. Die Radioactive von Tropic. Bin ich mal gespannt, wie die ist. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann so um 0 Uhr rausballern oder so. Oder ein bisschen später. Haben wir hier so eine Batterie, die heißt TB166 CLE 4022, ebenfalls von Tropic, 25 mm. Bin ich auch mal gespannt, wie die so ist. Tornado-Wirbel von Funke. Dann so eine Smoke-Bomb. Dann hier Hirtenböller D. Funke, China-Böller B. Dann Funkeböller A. Dann haben wir hier halt jede Menge Kleinscheiß. Multiflash A. Dann haben wir hier noch jede Menge Luftheuler, selber Knisterheuler, Klasse 1. So ein paar Vögel, so ein paar Bombenrohre. So ein freche Blister von Funke. Aggressive Twister, noch ein bisschen Klasse 1. So, das ist Funke Luftheiler in Rot. Dann noch Frösche von Funke. Die B. Frösche Kaliber B sind das. Und halt hier noch so ein bisschen Kleinzeug. Thunder King von Jorge. Flashbang von Nico. Nochmal ein Flashbang. Und halt hier jede Menge Kleinscheiß. Space Twister Klasse 1. Hier nochmal Luftheuler. Und
ja, das war es dann jetzt von dem Paket auch schon. Und dann gehen wir gleich zum nächsten. Und zwar wird das hier sein. Eigentlich kann man es jetzt gar nicht groß auspacken. Ihr wisst ja, denke ich mal, oder viele von euch wissen ja, denke ich mal, dass ich mal 100 Päckchen von den 100er Mini-Raketen bestellt habe. Und das sind halt, ist halt der Inhalt eigentlich da drin. Ne? Wenn ihr sehen könnt, da sind die 10.000. Dafür habe ich auch hier so eine Maurerbütt gekauft. Dann werden die an Silvester auf jeden Fall so gut wie alle, denke ich mal, hochgehen. Ich hoffe mal, dass es funktionieren wird. Wenn nicht, wäre es natürlich schade. Dann kommen wir jetzt zum letzten Paket. Und zwar ist das große hier. Pyroland steht drauf. Das ist aber eigentlich ein Karton von Maniac, den ich da an Silvester von ihm dann bekommen hatte. So. Zack. Dann gucken wir jetzt mal, was da noch alles so enthalten ist. XP11 von Xplode. Haben wir einmal. Dann haben wir hier noch fast ein komplettes Are You Ready to Fly? 27 Raketen waren drin. Jetzt zählen ein paar. Habe ich einfach nicht wegbekommen an Silvester. Genau wie das Rocket Rally von Nico. Auch noch fast komplett. Komplett, Leute, sorry. War ich jetzt zu weit? Metalhead von Nico, fehlen jetzt 2 oder 3 Raketen, nein 2. Dann haben wir hier Fire Fantasy von Beko, jeder kennt's, ebenfalls noch komplett. Dann haben wir hier aus dem Penny die Banshee von Beko. Black Eyes von Beko aus dem Lidl haben wir auch noch einmal, wenn ich so sehe, was ich noch übrig habe. Oh Gott, naja. Beko Flashbangs, da sind noch ein paar drin, 5 Stück. Thunder Kong Max, wahrscheinlich noch so 3 Stück drin und Thunder Kong Whistling noch komplett. Nico Flashbang. Ein fast volles XP11, fehlt jetzt eine Rakete. Ein paar Red Star Schüttraketen von Beko. So, Shooting Stars sind aber leer, ist nur Müll. So, dann haben wir hier noch 3 weitere Blue Stars. Blue Star 3. Sind schon mal 7 mit den Fernteilen. Und noch ein 8. So. Double Thunder von Beko. Dann hier China Ballade von Leslie. Fast komplett. Da drin noch eine Packung Moskitos. So, dann geht's weiter. Und dann hier nochmal 2 Packungen von den Moskitos. Brauche ich mir eigentlich gar keine von kaufen. Uralte Wunderkerzen, die auf gar keinen Fall noch funktionieren. Eine Vogelschreckbatterie von Blackbox. Sehr geiles Teil. Ich glaube, das zünde ich auf jeden Fall mal um 18 Uhr oder so. Schön für den Silvester-Vlog. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass dieses Jahr wieder einer kommt. So, dann noch Saturn Missiles. Mini-Batterie, noch ein Bombenrohr, 2 römische Lichter, eine Rakete, die ich seit ungelogen 5 oder 6 Jahren habe. Sind sogar hier noch mit den Dingern drin. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Auf jeden Fall habe ich die schon echt sehr, sehr lange. Wow. Mega Bang von Keller, Rarität.
Und zu guter Letzt haben wir dann noch hier so ein, noch einen Karton drin. Das heißt, 5 Reste Kartons. Und zwar sind hier drin 9 von den Artus-Batterien. Ich zeige es euch nochmal. Zack. Ja. Leute, das waren meine Reste. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es jetzt uncut ist. Und dann wünsche ich euch was, Pyros. Wir sehen uns. Haut rein und ciao. Freut euch auf die Einkaufstour.